Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung. Und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich habe immer die Abkürzung ACO im Kopf und assoziiere das immer mit Assassin's Creed Online. Wat? Aua. Penner. Oh, hier hat jemand... guck mal, hier hat jemand ein Spielfeld alle gemacht. Gibt dreimal hartes Leder. Moin. Darf ich bring ihn später zurück. Der gibt mir das einfach so, ne? Voll der Nette. So, den hier markieren. Oh, das könnte ein Außenpol... Nee. Was ist das da? Ich räusper mich mal kurz zwischendurch. Einen Moment. So, fertig geräuspert. Hier ist auch noch so ein Hippo. Kapau. Ist tot? Nee, aber sauer. Schade. So, was du wie Herr 4? Flusspferdversteck. Ein Schatz. 1, 2, da ist ein Totes. Wer ist er? Er arbeitet für mein Geld. Möwe ruht sich aus. Okay, jetzt müssen wir mal gegen Flusspferde ran. Geht aber. Sind nur 2. Das ist recht übersichtlich. Nee. Ne, tut weh. Ein bisschen. Mist, daneben. Kann ich sauer. Oh, wird doch sauer. Mann, na. Aua. Geh doch mal beiseite, Junge. Alter, ist das schnell. Komm ab jetzt. Na. Messer nach meinem Geschmack. Die waren schnell. Oder sind schnell. War das schon der Chef? Das war, glaube ich, der Chef, ne? Plündern. Ich plündere erstmal alles weg hier. Braucht ja keiner mehr. Nehme ich hoch. Nehme ich hoch. Hier liegt auch noch was rum. Neben der Leiche. Ein neuer Schild. Plündern. Was ist das denn? Andronikos, ich berichte dir voll Trauer, dass dein Streitwagen einen schrecklichen Unfall hatte. Ich weiß, dass die Pharaonen ihn gesegnet hatten, doch ich glaube, er wurde von einem Nilpferd angegriffen. Die Pferde sind verschwunden und auch dein Fahrer Archimedios. Ich werde weiterhin nach ihnen suchen, aber ich fürchte, das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Ergebnis Kleisthenes. Wieso nimmt er die Zettel denn nicht mit, Alter? Komm, ich war das nicht. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Frei. Bewegung, was los. Stimmt nicht mit dir? Wer ich jetzt? Ich decke dich. Hey, was bist du denn für einer? Alter, willst du frech werden? Ich könnte ja, aber ich will nicht. Man muss ja nicht gleich jedem auf die Fresse hauen, der ein bisschen frech wird, ne? Also mich durch, der ist hier leicht vom Wege abgekommen. Wo ist denn jetzt das andere Nilpferd? Ah, das fliegt da hinten. Hä, ist das tot umgefallen oder was? Was ist mit dem los? Liegt das da? Oh, wer hat den denn alle gemacht? Das war mein Nilpferd. Das war Nili, das Nilpferd. Ihr Schweine, ich werde mich rächen. Hier ist auch noch eins. Oh, das lebt aber noch. Hallo? Zack, 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 Hackfleisch, Hackfleisch. Hi, ja. Fleisch! Alter. Boah, die zwei Klingen sind super. Die haben zwar kein Schild dafür, aber Alter, die sind mega schnell. Und wenn ich gedrückt halte, weicht er auf. Also geht so einen Schritt zurück. Nice. Das ist cool. Das gefällt mir.
Das gefällt mir. So, den Zettel haben wir gelesen. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Ich scanne mal einmal die Umgebung. Jo, ist alles weg. Gut, dann würde ich sagen, ich markiere mir den hier zur Sicherheit einmal. Das ist wahrscheinlich auch wieder nur ein Schatz. Irgendwie sind wir nur am Schätze suchen. Und dann geht's auf zum Meister. Boah, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Moment, einen Moment bitte. Ich entschuldige mich schon mal. Boah, gut, dass ihr das nicht hört. Fleisch. Fleisch. Ach nee. Ach nee. Hier war das ja gar nicht so. Bei Zelda war das ja Fleisch. Hier war das ja nur Haut. Warte. Zack. Ich wollte mal sagen. Senua. Macht auch Hackfleisch. Gibt auch nur Federn. Was ist das hier? Ruinen. Moment, hier brennt ein Feuer. Hier brennt irgendwas. Was? Hier brennt Heu. Hier hat einer sein Lager aufgeschlagen. Aber weit und breit keine mehr zu sehen. Na gut, wir müssen uns mal so ein bisschen von der Seite anpirschen, glaube ich. Ah, hier ist Zeugs. Ich frage mich ja, ob hier irgendwann mal jemand kommt, der sagt, hey, du hast mich beklaut, du Wichser. Der uns dann den Arsch aufreißen will. So, Missionsziel in der Nähe. Oh, hier gibt es aber nicht viel zu verstecken. Was sollen wir machen? In der Villa nach Informationen suchen. Da war ein Schatz. So, hier sind überall Leute. Ich könnte aber behaupten, dass es Sperrgebiet ist hier. Wundern würde mich nicht. 7-8, Eingang ist bewacht. Da oben ist das Feuerchen. Ah ja, aber eine gute Sicht von oben. Sprich, hier haben wir, also hier kommen wir gut übers Dach rein, glaube ich. Hier vorne sind keine Wachen. Kann ich ja fast nicht glauben. Halt, was ist das denn? Ist das ein Hund? Sieht aus wie ein Hund. Von hier oben zumindest. Ansonsten mehr sind hier nicht. Wo ist das denn? Da ist eine Armbrust. Was ist denn das Armbrustsymbol? Ich kenne das gar nicht. Oha. Eine Schussanlage. Das ist aber schön. Da bin ich ja fast dazu geneigt, das Ding mal auszuprobieren. Ach, das sind Ziegen. Das sah von oben aus wie eine Bulldogge, Alter. Richtiges Monster. So, wo waren denn die Infos? Hat er Infos oder was? Die Villa ist nördlich da verteidigt. Ach, da sind die Infos. Und nebenbei gibt es ja auch noch einen Schwarz. Okay. Dann will ich mal hoffen, dass ich alle erwischt habe. Und dann gehe ich nämlich gleich nach da oben. Und werde mir so denn den einen ums andere Mal jemanden einverleiben. Frage ist, wie hole ich mir den denn jetzt am besten? Ohne, dass der mich sieht. Nö, nö, es geht. Ich hoffe, das klappt hier. Zack. Moin. Und ciao. Der ist nicht tot, den können wir auch nicht tragen.
Scheiße, solange sie nicht tot sind, können wir die weder vergiften noch tragen. Das ist ja dämlich. So, dann wollen wir schnell nach da oben huschen. Und den Herren gleich mal ausschalten. Oder alle Herren mal ausschalten. Damit wir in Ruhe alles einsammeln können. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Nicht mehr lange. Alter, ich habe hier aber eine ganz schlechte Sicht irgendwie. Ich erwische hier keinen. Ich erwische hier... Alter, was ist das für eine Position, Junge? Ich erwische hier ja niemanden, vielleicht den da hinten. Der ist schon mal weg. So, jetzt geht der nächste da nämlich hin. Und dann könnten wir den gleich wegmessern. 17 Schuss haben wir noch. Auch weg. Und der nächste weg. So, der Chef ist noch da. Den können wir von oben ausschalten. Den kriegen wir auch so. Ansonsten patrouilliert die, glaube ich, keiner mehr, ne? Der moved jetzt seinen Arsch. Die beiden moven auch. Der hat Glück gehabt. Verdammt! Woher? Der hängt hinter der Wand. Der ist weg. Und der ist auch weg. Und das sollten damit alle gewesen sein. Würde ich mal behaupten, hier liegen die alle tot in der Ecke rum. Da hinten wären noch ein paar Leute. Die würde ich mir wohl auch noch holen wollen. Aus Prinzip. Ansonsten ist hier, glaube ich, keiner mehr. Nö. So, da ist noch ein Tierchen. Oh, scheiße. Ach stimmt, hier haben wir nicht unendlich viel Schuss. Ist ja toll. Erwischt ihr die von hier überhaupt? Nicht so aus, muss ich glaube ich ein bisschen drüber ziehen, ne? Ich versuche mal den zu erwischen. So. Na, nicht mal annähernd, Alter. Nicht mal annähernd. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo haben sich die ganzen Leichen hin verstreut? Und dann müssen wir alles abplündern. Oh. Boah! Wo kommt der denn her? Ich
Na, na. Jetzt reicht's aber. Böses. Ja, toll. Das war super. Toll, war der draußen. Alter. War erstmal aus Prinzip erstmal die falschen Tasten gedrückt. Einfach nur, weil ich es kann. So, hier noch hat. Zack. Was habe ich denn da aufgesammelt? Ein Wollknoll oder was? So, da wären die Infos. Die hole ich mir aber noch nicht. Ein Brief auf feinem Papyrus. Naja, ich weiß. Ich will die Infos aber noch nicht haben. Weil ich will gerne erst alles andere haben. So, hier ist er. Den will ich bögen. Wer er noch? Ein bisschen Geld. Hier liegt auch noch was rum. Ich muss leider erst alles weglooten hier. Es nützt nichts. Nützt gar nichts. Hier ist auch noch was. Scanner anschmeißen. Hier ist was. Hier ist der Schatz. Los mal auf. Noch ein Schild. Ey, ich krieg hier lauter Schilde. So, haben wir hier draußen. Irgendwas von Interest. Ich glaube, na, hier haben wir. Toll, hier haben wir drei Leute zerledert. Deren Loot haben wohl die Ziegen gefressen. So, hier ist einer. Da hinten liegt nur was. Im Gebüsch. Wandert. Nichts, nichts, nichts. Da wäre noch was. Zwei Sachen sogar. Ding, ding. Und dann haben wir es, glaube ich, ne? Ich glaube, mehr gab es hier nicht. Gucken wir uns einmal schnell die Ausrüstung angucken, bevor ich jetzt gleich den Scheiße einsammle. Zwei Schilde und ein Bogen. Ich weiß gar nicht, was für ein Bogen. Ein Jagdbogen. Das haben wir ausgerüstet. Auch ein Jagdbogen. Als Selbsthilfemittel. Der hat Aufladetempo 1 nur. Macht aber ein bisschen mehr Schaden. Hat eine höhere Qualität und eine bessere Stufe. Der ist auf A. 111. 226. Okay. Nehme ich. Kaufe ich. Und Schilde haben wir dann noch. Ein schachtiger Schild. Macht dann... Na, ist genau die gleiche Qualität. Ja, die sind identisch. Und der hier hat 29.303. Nahkampfwiderstand. Ändert sich nichts bei. Hat nur einen anderen Buff drauf. So, Nahkampf. Der hat Nahkampf 2. Und der hier hat Fernkampfwiderstand. Ich hätte jetzt mal gerne gewusst, was genau diese Buffs genau bedeuten. Also inwiefern ich was widerstehen kann. Ach hier, ah, okay. Nahkampfwiderstand. Nahkampfschaden wird reduziert. Ach, von Natur aus. Oh, okay. Das ist eigentlich okay, wenn wir den tragen. Und Fernkampf wird auch so und so viel. Oh, bis 50%, also Stufe 4. So, wir haben jetzt Nahkampf. Ich würde sagen, Nahkampf ist gut, oder? Ich sag mal, Fernkampf, da blocken wir sowieso das meiste an Pfeilen. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir mal auf den Nahkampf hier. Und, oh, wir können... Was ist das denn? Achso, Hilfsmitteltasche. Erhöht die maximale Menge an Hilfsmitteln. Wir haben genug Pelze. Brauchen wir für noch irgendwas? Wahrscheinlich, ne? Nee, gerade nicht. Das ist ja schön. Dann machen wir mal gleich mal mehr von... Können wir nämlich 6 von den Dingern tragen. Das ist sehr, sehr gut. Und dann, wo war's da? Dann holen wir uns mal die Infos. Brief von Sophronios. UT weigert sich mit den
mir den Dattelhof zu überlassen. Dieser jaulende Vlakhorst sagt, mein Kaufvertrag sei falsch. Er muss sterben und seine Familie auch. Lass es wie ein Unfall aussehen und wir teilen uns den Gewinn. Vorerst können sich deine Männer in meinem Landhaus niederlassen. Denk ja nicht dran, meine Gastfreundschaft auszunutzen. Wenn du nicht in 2 Wochen auf meiner Türschwelle in Alexandria stehst, dann betrachte auch dich als toten Mann. Sophronius. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. Finde und eliminiere Sophronius. Sophronius wohnt in der Nähe des Westtors von Alexandria. Und definiere in der Nähe. Da drüben. Okay. Nice. Okay, dann können wir uns als nächstes erstmal das Schiff gleich holen und dann das Fragezeichen hier. Und dann ist hier noch ein Fragezeichen. Ach, leck mich doch. Wo kommt das jetzt her? Ist noch mehr aufgetaucht? Ich frag nur. Hier hinten glänzt eins wie Deivel. Ich weiß gar nicht, was die glänzenden immer bedeuten. Ich glaube, das heißt Quest oder sowas, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken. Das hier habe ich gar nicht gesehen. War das schon immer da? Ich bin mir nicht sicher. Ach, guck mal, da oben ist auch hier. Der türkische Basar ist auch wieder unterwegs. Der hängt jetzt oben rum. Von da. Ach, stimmt, weil wir die... Quest erfüllt haben. Was haben wir dafür eigentlich bekommen? Nee, haben wir nicht erfüllt. Haha. Haben wir nicht erfüllt, weil das hier, nix gut Gebiet. Okay. Ja, dann treibt uns unser Weg erstmal zur Orientierungslosigkeit. War das da? Nee. Da? Nee. Was? Wo bin ich? Das ist der Hinterausgang? Nee, da müssen wir hin. Dann treibt uns unser Weg tatsächlich nach Alexandria. Hier vorne hin. Da hinten ist schon so ein großes, fettes Tempelgerät. So, was haben wir denn hier? 676. So, easy going. Dann mal rin ins Getümmel. Da stehen 2. Haben wir genug Reichweite dafür? Nee, ne? Leider nicht. Dafür schon. Ciao. 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 So, mit euch beiden lustigen Kasper nehme ich so auf. Hier stimmt irgendwas nicht. Das ist korrekt. Sei wachsam, Philos. Hallo. Hey. Du hättest nicht herkommen sollen. Hier drüben. Was denn? Hier ist nichts. Alles gut. Ciao. Bleib weg. Warum habe ich die jetzt erledigt? Weil die irgendwas Metallmäßiges hatten, ne? Einer von denen auf jeden Fall. Da, genau, der hatte nämlich Eisen. Pfeile. Apropos Pfeile. Ich habe 2 Pfeile gerade wieder bekommen. Dann sind wir jetzt schon wieder voll. Jo, sehr nice. Wir müssen auch mal unsere Hilfsmittel ausprobieren, glaube ich, ne? Ja, gut, alles voll. Alles ist voll. Boah. Das nächste Fahrzeichen ist aber etwas weiter weg. Gibt es hier Pferde? Rein zufällig? Oder kann ich auf so einen Bock reiten? Hm. Wäre auch mal eine Frage wert. So, hier haben die Jungs gelagert. Oh, kein Loot? Du auch nicht? Nicht? Und du? Auch nicht. Okay, kein Loot, keine Erfahrungspunkte. Dann sei es drum, würde ich sagen. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Achso, ich wollte gucken, ob es hier Pferde gibt. Gibt es hier Pferde? Gab es hier nicht. Ach genau, da oben war ja noch ein Aussichtspunkt. Ich erinnere mich. Hier gibt es aber keine Pferde. Dann. Was ist da hinten los? Ah, okay. Moment, da war gerade noch was. Oder ich habe mich verguckt. Sind nun nicht verfügbar? Da. Ich weiß, da war ich doch gerade schon, oder nicht? Da lagen doch vorhin noch keine Leichen. Liegen da jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin zu Dingens.
So. Das ist mein Reittier. Ich nenne es liebevoll Camel Toe. Und dann wollen wir mal schnell da oben hin galoppeln. Da führt glaube ich auch Weg rauf, aber naja. Wege sind für Anfänger. Interessanter Übergang von Wüste zu Steppe. Ich glaube, kann man das hier Steppe nennen? Ein bisschen grün, karges Grünland quasi. Oh, es wird immer grünlicher. Es sieht so aus, als ob man hier auf allerhand Getier treffen könnte. Ich weiß nicht, ob das hier für Kamele geeignet ist. Los, hoch da. Hop, hop. Dieser Weg wird steinig und schwer, wie man sieht. Numos Imentet. Was ist das denn? Das sieht sehr bewacht aus. Mhm, vier Kamele. Ich habe hier gerade jemanden gesehen. Da kommen so ein paar Reiter. Das hier ist, glaube ich, ein Steinbruch oder sowas, ne? Da ist einer. Und der ist Stufe 8. Okay. Halt, hier ist irgendwo was. Da ist was. Ein Schatz nur. Ernsthaft. Wo sind der Rest seiner Recken? Oder rennt er hier alleine rum? Glaube ich irgendwie nicht. Der sieht aber sehr alleinig aus hier. Näher heran. Vielleicht spawnen ja gleich der Rest der Konsorten. Weil da stehen vier Kamele. Ich sehe aber nur einen Gegner. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Und wir gucken mal, was passiert. Wahrscheinlich ploppen die hier gleich alle auf. Neuer Ort entdeckt. Sandhaus und hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ach, warte. Töte den Hauptmann, Schätze plündern. Ich sehe aber. Hier ist sonst wirklich niemand. Hier ist nur der Hauptmann. Ah, hier sind auch noch welche. Zwei. Ist noch irgendwo ein Feuerchen? Wo jemand rumhängen könnte? Mhm. Ich sehe auch kein Alarmsymbol oder sowas. Gut. Würde ich sagen, das Ding nehmen wir dann in der nächsten Folge auseinander. Von daher erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Assassin's Creed Origins. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin die Mechanike und ich bin raus.